Gott, oh Gott, was ist das hier? Oh. Ja, und damit herzlich willkommen bei Outer Wilds, einem Mystery-Weltraumspiel. Ich hab mich... Oh, ich stehe ja schon. Ich hab mich gar nicht erkundigt. Nur einen kurzen Trailer gesehen, mehr auch nicht. Und wer bist du denn? Ja, reden mit Schiefer. Da ist ja unsere Pilotenhoffnung zurück von deinem kleinen Lagerfeuer unter den Sternen vor dem Start, wie ich sehe. Heute ist also der Starttag, was? Es kommt mir vor, als wärst du erst gestern dem Weltraumprogramm beigetreten und plötzlich stehst du hier und verlässt uns auf deiner einsamen Reise. Was meinst du? Bist du bereit, diese Schönheit in den Himmel zu schießen? Sie ist vollgetankt mit Treibstoff und fertig für den Start. Ich bin bereit, wenn du es bist. Machst du Witze? Ich bin sowas von bereit. Endlich ist der Tag gekommen, an dem ich das neue hydraulische Landesystem an einem Piloten und nicht nur an einem automatischen Flugsystem testen kann. Aber egal, du benötigst die Startcodes von Hornfels aus dem Observatorium, bevor du in die Luft gehen kannst. Bring sie mir her, sobald du dich von allen verabschiedet hast und so. Ja. Die Musik ist schon nicht übel, wie in vielen Spielen. Startcodes. Ist das meine Rakete? Oh Gott. Ist das. Nee. Also. Die bringt mich nur hoch. Das ist ein Fahrstuhl. Modellschiff fliegen. Oh. Oh, oh. Oh, 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 das kann ja nichts werden. Zurücksetzen. Schub nach. Ah, Schub nach oben. Unten ist. Ah, okay. Ach, du Scheiße. Also wenn das... Also wenn die Schiffsteuerung genauso ist, dann gute Nacht. Ja, ich verlasse mal, ich... Ja. Ich gehe einfach mal zum Observatorium. Hey, wage es nicht loszulegen, ohne mir Tisch zu sagen. Wem hast du denn dein Astronautentraining zu verdanken? Okay. Und jemand hat mir ein Schwerelosigkeitstraining vorbereitet. Was ist das denn da? Was ist das denn? Sind das die Planeten, die ich bereisen kann? Die fliegen ja sehr schnell. Die Dinger kann ich bestimmt bereisen. So, das ist die Galaxie. Ja, eine schön kleine Galaxie. Schwarzdorn, Untiefen der Riesen, bröckeliger Krater, Holzkamin. Ich bin auf Holzkamin. Und es gibt die Sanduhrzwillinge. Und der Eindringling. Sieht aus wie ein Komet. Da bist du ja. Ich habe alle Startvorbereitungen abgeschlossen und die örtlichen Bedingungen sind gut. Es wird Zeit, unseren neuesten Astronautenanzug ins All zu schicken. Ja. Sag mal, was hast du vor, sobald du da oben bist? Ja, ich will mehr über die Nomai erfahren vielleicht. Wie auch immer das ist. Es ergibt ja keinen Sinn, eine Übersetzungsmaschine zu bauen, wenn du sie denn nicht dazu nutzt, etwas zu übersetzen. Wir haben an der Oberfläche der Nomai-Schrift in unserem Sternsystem gekratzt und wissen fast nichts über sie. Ja, also das wird vielleicht unser Hauptbestandteil sein, mehr über die Nomai herauszufinden. Ich bin bereit, diesen Felsen zu verlassen.
Brauchst du noch die Startcodes? Hier sind sie. Ja. Strich, Strich, Dingsbums, Dingsbums, Dingsbums. Gott. So sieht also ein Nomai aus. Und was war das jetzt? Sie wurde von den Nomai gemeißelt, einer uralten Spezies, die vor tausenden Jahren in unserem Sternsystem lebte. Ja. Ja, okay. Ja, woher kommt diese Spezies? Und warum ist sie verschwunden, anscheinend? So, die Startcodes habe ich. Kann's losgehen. Wie sieht denn das aus? Hier ist eine Gravitationsstein, der bewirkt anscheinend, dass ich nicht hier rumfliege. Anzug anlegen. Oh, geil. Jetzt habe ich einen Anzug. Start und Landekamera. Ja, gedrückt halten, Start. Oh. Fehlstart, Fehlstart. Oh Gott, das ist wirklich. Nicht im Weltall, das ist der Eindringling oder was? Was muss ich jetzt machen? Interessant, was mich Untiefen der Riesen, dahin gehe ich mal. Warum fliegt der da dran vorbei? Alter. Lande ich dann? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Hey! Bleib hier, du scheiß Planet. Warum fliege ich zurück? Oh Gott, was ist das hier? Oh. Ein... was ist das? Ein Meer? Muss ich so ins Wasser gehen? Nach unten ist Linkssteuerung. Hat ein ganzer Planet voller Meer und Stürmen. Es geht nicht tiefer, oder?
geht's nicht. Ich lande am besten mal woanders. Ah, hier ist doch was. Hier ist doch was. Boah, Alter. Die Steuerung. Alter, die Steuerung ist ziemlich... Ist das mit dem Gamepad vielleicht besser? Hier ist doch irgendwas. Kann ich hier nicht landen? Oh, hier. 1A gelandet. Wo kann ich jetzt wieder gehen? So. Unser erster Planet. Ah, ich habe ja auch einen Jetpack-Booster. Hier sind Skelette von... Was sind doch diese komischen... Ich habe den Namen vergessen. Na, dieses komische Volk eben. Was ist das hier? Und das hier? Hier kann ich nichts drücken oder sowas. Warum nicht? Muss ich vielleicht meinen Anzug ausziehen? Nein. Ich glaube, ich hab nicht genug Schub, um bis da rüber zu kommen. Oh mein Gott. 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 Alter. Jetzt bin ich im Wasser. Was ist das jetzt hier? Ich habe Angst. Nein. Hä? Ich habe nicht verstanden, was da jetzt war. Was war jetzt das Problem? Klasse, jetzt bin ich wieder... hier. Bin ich gerade gestorben? Also ein bösen Traum? Sehr komisch. Also die Zeit ist wahrscheinlich zurückgesetzt worden. Ich habe sie schon geholt. Ich habe wohl mehr Abgase eingeatmet, als ich dachte. Sehr komisch. Sehr komisch. Ich hätte wohl vielleicht doch dieses Schwerkrafttraining machen müssen, aber jetzt habe ich Bock, andere Planeten zu besuchen. Ich besuche mal den hier. Brückendecker Krater. Das klingt auch nicht so gut, aber egal.
vielleicht besser als dieser komische Wasserplanet hier. Mit den ganzen... Der sieht geil aus. Schwarzdorn. Wie kann ich denn mich drehen? Oh Gott. Oh Gott. Alter, nein! Ich wollte doch nicht hier landen. Sondern da drüben. So, perfekt gelandet. Oh, 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 oh. Oh, die Schwerkraft ist hier ein bisschen... Autsch. Niedriger. Vielleicht wieder auszusehen. Was ist das wieder für ein Teufelsplanet? Was gibt's denn hier jetzt? So, hier scheint es nichts zu geben. Nur den Tod. Doch, hier! Halt! Autsch! Signal in der Nähe entdeckt. Ist das das Signal? Ich kann jetzt die Richtung ändern. Die Teleporter-Richtung. Übersetze. Das südliche Observatorium. Turm der Quantumsweisheit. Also ich bin hier. Ja. Ich bin hier in einer Einrichtung. Oh, Treibstofftraffmenge. Wie kann ich denn die wieder auffüllen? Jetzt? Was? 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 Ich habe doch aber fast keinen Treibstoff mehr. Ich weiß nicht, was das ist hier alles. Au. Au. Da hat doch irgendwas gemacht. Nicht. Klasse jetzt. Ich werde sowas von sterben. Mann! Ich will da rein. Alter, Alter, Alter. Ich komme nicht mit der Steuerung klar. Ich verballere hier meinen gesamten Sauerstoff. Komm schon. Mann!
mein Schiff wieder kaputt. Oder was ist das? Junge, 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 Junge. Jetzt lande ich mal auf einem anderen Planeten. Ich bin zu schnell, ich bin zu schnell. Was ist das schon wieder für ein komischer Planet? Oh, nein, 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 hoch, 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 hoch ziehen. Alter. Ich sehe nichts. Hier sieht es komisch aus. Was ist das? Hallo? Jetzt bin ich wieder tot. Ja. Ja, das soll es erstmal gewesen sein mit Outer Wilds. Mit dem ersten Eindruck. Ja, da bin ich. Bin ich das immer, der da stirbt? Nee. Ja, das war es erstmal mit dem ersten Eindruck. Ich hoffe, das Video hat euch halbwegs gefallen. Das Spiel ist noch recht komisch. Ich muss das Spiel wahrscheinlich etwas länger spielen, um das richtig verstehen zu können. Ja. Aber das mache ich dann offline, oder? Vielleicht im Livestream? Na dann bis zum nächsten Video. Macht's gut und tschüss.